Hallo. Hi. Ich möchte einen Text vorlesen, den habe ich ursprünglich gar nicht für einen Poetry Slam geschrieben, sondern ich wurde von einem Autohaus gefragt, ob ich einen Text über Autos für sie schreiben könnte. Und ich hatte herzlich wenig Bock. Und dann haben sie gesagt, schreib diesen Text, wir geben dir richtig viel Geld dafür. Dann habe ich mich verkauft. Der Text ist nicht ganz so geworden, wie sie ihn sich vorgestellt haben, aber hey. Wobei ich sagen muss, ich fand das Autohaus echt witzig. Die waren so am hinterletzten Eck von so einem kleinen Kaff bei Karlsruhe und der Werbespruch lautete, wer uns findet, der findet uns gut. Fand ich fancy. Ja, der Text trägt den Titel Toller Wagen und klingt so. Früher, da wollte ich unbedingt ein Auto haben. Ein eigenes. Ein rotes, ein flaches, ein stromlinienförmiges, ein großes zum Möbel transportieren, ein kleines zum Einparken, ein schmales zum Schlängeln und ein breites zum Angeben. Ein schönes Auto sollte es sein. Ein Auto mit einem eigenen Parkplatz, ein Auto mit Tiefgarage, ein Auto mit Klimaanlage, ein Auto mit Sitzheizung, ein Auto mit Getränkehalterung, dass ich meinen Kaffeebecher ganz aus Versehen dort vergessen kann. Und wenn ich jemandem meine Autotür öffne, kann ich sagen, oh Gott, es tut mir so leid, mein Auto ist so zugemüllt. Ich bin so ein kleiner Dreckspatz, ich komme einfach nicht dazu, es aufzuräumen. Aber dann ist es mein Auto, was ich zumülle, meins. Ein Auto mit Benzinmotor, damit ich über die hohen Preise meckern kann. Ein Auto wollte ich haben, ein Auto mit Schiebedach, damit meine MitfahrerInnen während der Fahrt im Tunnel zu David Bowies Heroes aufstehen und ihren Kopf aus dem Schiebedach strecken und sich so richtig frei fühlen können. Ein Auto für unbequemen Rücksitzsex, ein Auto mit Sylt-Aufkleber hinten drauf, damit alle denken, ich sei schon mal auf Sylt gewesen. Ein Auto wollte ich haben, ein Auto, einen fahrbaren Untersatz mit Lenkrad, ein Auto zum Fahren, ein Auto für mich, ja einfach nur ein Auto. Ist das denn zu viel verlangt? Und dann habe ich angefangen zu rechnen. Wenn ich ein Auto hätte, müsste ich jeden Tag einen Parkplatz suchen. Zweimal. Morgens, wenn ich zur Arbeit fahre und abends, wenn ich nach Hause komme, Parkplatz suchen, irgendwie rückwärts, seitwärts einparken und hoffen, dass ich mich nicht vor allen FußgängerInnen restlos blamiere. Ja, diese Frau kann nicht einparken. Fuck you for judging me right. Durchschnittlich dauert jede Parkplatzsuche 9 Minuten. Ich habe das Geekosiat, 9 Minuten. Das bedeutet 18 Minuten am Tag, 9 Stunden im Monat, 109 und eine halbe Stunde im Jahr. Und der ganze CO2-Ausstoß. Auch blöd. Aber die Parkplatzsuche, wie beschissen. Anstatt jeden Tag 20 Minuten einen Parkplatz zu suchen, könnte ich das Auto auch einfach stehen lassen. Und dann haben sich meine Präferenzen ein klein wenig geändert. Ich will zwar immer noch einen Wagen besitzen, aber einen ganz bestimmten. Einen Bollerwagen. Heute, da wünsche ich mir einen Bollerwagen. Einen eigenen. Einen roten, einen flachen, einen stromlinienförmigen, einen großen mit Geländer, damit man Zimmerpflanzen damit transportieren kann. Ein schöner Bollerwagen soll es sein. Mit Blümchenstickern und Glitzermuster und Fähnchen. Einen Bollerwagen ohne Motor, weil es nur Bollerwagen ohne Motor gibt. Einen überdachten Zeltbollerwagen zum drin wohnen. Einen extra für Vatertage hergerichteten Bierbollerwagen zum Brechen von Genderklischees. Einen faltbaren Bollerwagen mit Gummireifen zum Mitnehmen, damit ich immer und überall einen Bollerwagen dabei haben kann, weil man immer und überall einen Bollerwagen gebrauchen kann. Du bist auf einer Berufsmesse und willst deine zigtausend Grades-Kugelschreiber transportieren? Bam, Bollerwagen. Du sitzt beim Urologen im Wartezimmer und langweilst dich? Bam, Bollerwagen. Jedes Wartezimmer wird so viel geiler mit Bollerwagen. Neben dir fällt ein hotter Boy von seinem Rennrad? Bam, du fängst ihn auf mit deinem Bollerwagen. Okay, ich weiß, das ist ein bisschen unrealistisch. Gibt keine hotten Boys auf Rennrädern. Ich will einen Bollerwagen mit Kindersitzen drin als Investition für die Zukunft, einen Designer-Bollerwagen aus mintfarbenem Buchenholz, einen schwarzen, einen bunten, es gibt so viel Auswahl. Ich will ein Musikvideo drehen, in dem ich mit Goldkette und haarigen Beinen in meinem Bollerwagen sitze, während lauter hotte Rennradfahrer zu They See Me Rollin' vor mir herumtwerkend ihre Biker-Buddies mit Bier einreiben. Ich drehe einen Kinofilm mit meinem Bollerwagen, Not Fast, But Furious. Oder ein Crossover aus Transformers und Herr der Ringe 2, in dem sich mein Bollerwagen in einen rennenden Baum verwandelt und gegen einen größten, wahnsinnigen, alten, weißen Mann in einem Turm kämpft.
Ich schnapp mir David Hasselhoff und drehe ein Remake von Knight Rider mit einem sprechenden Bollerwagen. Leonardo DiCaprio spart Geld, weil er auf Drogen nur ein Bollerwagen kaputt fährt. Verfolgungsjagden werden im Allgemeinen so viel entspannter. Bollerwagen für die Entschleunigung, für den Genuss, für die Beinarbeit, für den Frieden. Denn ich sag ja immer, ein Bollerwagen ist ein toller Wagen. Bollerwagen statt Roller fahren. Im Gegensatz zu diesen kackigen E-Scootern verschönern Bollerwagen das Stadtbild. Ein Bollerwagen kostet weniger als 0,2% eines Porsche-SUVs und die Parkplatzsuche mit Bollerwagen dauert maximal eine Minute. Lasst uns Bollerwagen kaufen. Make Bollerwagen great again. Lasst uns mit Bollerwagen fahren, laufen, rennen, joggen, einkaufen, gehen. Lasst uns auf Fahrraddemos mit Bollerwagen fahren. Und wenn wir vom Radl fallen, dann fangen wir uns gegenseitig mit unseren Bollerwagen auf. Wir retten uns gegenseitig und gleichzeitig auch ein bisschen die Welt. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Jetzt ist der letzte Text des Abends. Es wurde sich ein Text von mir gewünscht, tatsächlich im Voraus, deswegen komme ich diesem Wunsch jetzt gerne nach. Ich habe diesen Text tatsächlich auch ursprünglich nicht für einen normalen Poetry Slam geschrieben, sondern für einen Erotik Slam. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen schön. Ich habe diesen Text tatsächlich meiner Schwester vorgelesen, bevor ich ihn zum ersten Mal auf eine Bühne gebracht habe. Weil ich das immer tue, weil ich einen sehr großen Wert auf die Meinung meiner Schwester lege. Und normalerweise sagt sie immer, boah, der Text voll super, mach den unbedingt. Bei dem sagte sie dann, boah, nee, ich würde den, glaube ich, nicht auf der Bühne vorlesen. Aber sie studiert auch katholische Theologie auf Lehramt. Deswegen habe ich das ignoriert. Der Text trägt den Titel Aprikosenmarmelade und klingt so. Wild. Sitzen alle bequem. Okay. Es knackt leise. Ich erschrecke zu Tode. Ich bin mir sehr sicher, dass ich gerade dein BH zerstört habe. Brauchst du Hilfe? Wisperst du? Nein, antworte ich grantig, verbissen. Ich bin eine Frau, ich kann das. Nie in meinem ganzen bisherigen kurzen Frauenleben hätte ich gedacht, dass ich mir mal wünschen würde, ein Mann zu sein, aus dem Grund, weil ich dann genau jetzt in diesem Moment von meiner langjährigen BH hinter dem Rücken einer Frau aufmachen Erfahrung profitieren könnte. Männer sind da souverän. Männer können BHs mit einer Hand, mit den Fingerspitzen, mit den Füßen oder mit Essstäbchen aufmachen. Ich bin nicht souverän. Ich bin maßlos verzweifelt, dabei hat sich bis jetzt wirklich alles sehr richtig angefühlt und schon deswegen bin ich überrascht. Aber jetzt sitze ich auf den Knien vor dir, über dir, auf dir, mit den Händen hinter deinem Rücken verkrampft fummelnd, mit den Zähnen immer noch in deiner Halsbeuge. Ich kapituliere. Ich gehöre hier nicht her. Ich weiß, wie man Jeanshosen öffnet und Penisse sanft aus engen Calvin Klein Unterhosen befreit, ohne versehentlich irgendwas zu verbiegen oder kaputt zu machen. Und ich kann locker auch deine Jeanshose öffnen und sie dir ausziehen, aber dein BH zu öffnen, das schaffe ich nicht. Ich verstehe auf einmal all die pubertierenden Jungs, die ich damals entjungfern durfte, mit denen der eigentliche Geschlechtsakt nur ungefähr 4 Sekunden dauerte, weil sie so aufgeregt waren. Ich bin momentan auch aufgeregt. Ich bin wirklich, wirklich aufgeregt. Ich habe schon oft Frauen hinterhergeschaut und mit Frauen gelacht und geflirtet habe ich. Und eine Frau zu küssen ist ja im Wesentlichen auch nichts anderes, nur weicher, weil nirgendwo kratzt was und es schmeckt besser und alles ist irgendwie kleiner und komprimierter und ein bisschen mehr weich. Und wenn ich deinen Körper anfasse, dann fühlt er sich mehr an wie meiner und das ist verwirrend, ich bin das nicht gewöhnt. Aber allgemein finde ich, dass mein Körper sich vom Anfassgefühl her schon schöner anfühlt als der von Männern und ich fasse dich an und das ist wirklich schön und wahnsinnig neu und aufregend. Ich bin wirklich, wirklich aufgeregt. Die Stelle, an der dein Hals in dein Schlüsselbein übergeht, da ist die Haut ganz dünn und du riechst nach Schnee und nach Sonne gleichzeitig. Und wenn du kicherst und mir dabei versehentlich ins Ohr pustest, dann kommt Licht in meinen Kopf. Deine Lippen schmecken nach Wasser. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen so erotischen Körper gesehen wie dein hier jetzt. Und jetzt bist du auch noch nackt. Naja, fast wegen dieses blöden, bescheuerten BHs und ich sehe, wie du siehst, wie ich staune, wenn ich dich anschaue und du lachst und lehnst dich zurück und fühlst dich schön und das bist du auch. Das bist du wirklich.
Du fragst mich, wie neu das für mich ist. Blutneu, ganz frisch, sage ich. Und dann küsse ich die eine der beiden Stellen, an der dein Oberkörper weicher wird und an einer Stelle hart. Und du stößt einen klitzekleinen Laut aus, ein A oder ein O oder irgendwas dazwischen. Und dieser Laut erinnert mich daran, wie überwältigt ich war, als ich das erste Mal Aprikosenmarmelade selbst gekocht habe und mich gefreut habe, wie lecker sie geworden ist. Aber das hier mit uns ist sehr viel schöner als selbstgekochte Aprikosenmarmelade und du riechst auch sehr viel besser oder halt ähnlich gut wie frisch gekochte Aprikosenmarmelade. Du siehst aus wie Aprikosen, wenn sie sehr reif und süß und weich sind und ich fahre mit der Nasenspitze deine Achseln entlang und du merkst, wie neu das gerade ist. Du setzt dich auf, legst deinen Arm um meine Taille, dann gibt es 2 Sekunden lang ein heftiges Kuddelmuddel und irgendwann liege ich und dein Gesicht ist direkt über mir. Dann ziehst du Gott sei Dank deinen bescheuerten Scheiß-BH selbst aus. Du zeigst mir, wo lang. Deine Haut ist weicher als Flausch, deine Zunge ist warm und du schmeckst nach Wasser und nach mir, also besser als Aprikosen. Und ich sage, dass ich noch niemals, niemals nur durch Berührungen gekommen bin und du lachst und sagst, Challenge accepted. In den folgenden Minuten lerne ich mehr über meinen Körper, als ich in den letzten 23 Jahren gelernt habe und mehr über deinen, als ich mir je im Leben hätte erträumen können. Es passieren Dinge über mir, auf mir und unter mir, die ich im Nachhinein zeitlich nicht mehr rekonstruieren kann, weil ich die meiste Zeit über damit beschäftigt war, nicht panisch wegzurennen oder hysterisch zu kichern. Danach stehst du auf, machst uns Weißweinschorle mit Eiswürfeln und sagst kichernd, dass du stinkst wie ein Mega-Verzeffer Luffelon und ich liebe dich allein schon wegen dieser Voigt-Neuschöpfung. Ich schaue dich an und du leuchtest. Du lachst und du leuchtest und wenn ich lachen muss, leuchte ich mit. Einerseits fürchte ich mich, dass jemand jemals hiervon erfährt. Ich fürchte mich, Dinge zu erzählen. Und ich bin es ja auch nicht gewöhnt. Ich bin Penisse gewöhnt. Ich hatte oft Sex, aber immer nur mit Menschen mit Penis. Und ich weiß nicht, wie das gehen soll, dass man das immer ohne Penis macht. Und du nimmst einen Schluck Weißweinschorle, grinst und sagst, tja lol, wenn das dein größtes Problem ist. Und du beugst dich vor und küsst mich und erklärst mir, dass wir mein Tempo gehen. Aber erst, wenn ich weiß, was es ist. Und ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass gerade wunderschöne Dinge passiert sind, dass mein Horizont sich im wahrsten Sinne des Wortes verdoppelt hat, dass mein Herz sich verdoppelt hat und der Schatten, über den ich springen musste, halbiert. Es kommt, wie es kommt, es ist, wie es ist und es wird, wie es wird. Sex ist groß und überwältigend. Sex hat so zu sein, wie jeder ihn gerne hätte, in dem Moment, in dem er passieren soll. Und ich hoffe, ich habe in Zukunft noch sehr viel davon. Und zuallererst mit dir, sobald du deine Weißweinschorle leer hast. Vielen Dank fürs Zuhören.